So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen, ein kleines Halloween-Special. Ihr werdet drei Folgen sehen, jeweils mit verschiedener Maske, aber gleicher Location. Zweimal trinken, einmal essen. Und wer aufmerksam zugeschaut hat, der kennt die Maske noch vom letzten Jahr. Damit habe ich mit Hannes die Halloween-Maske getestet, also die Bandmaß bei Tag und bei Nacht. Erst die Nachtversion, dann die Tagversion. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Jetzt ist sie zurück. Für Thumbnail müssen wir das nochmal kurz so reinhalten, denn das ist das Ramses Kitchen Halloween Special Teil 1 von 3. So, jetzt stellen wir das aber dahin. Oh, und ich erkenne absolut gar nichts mehr und ich kann auch gar nicht mehr reden und jetzt muss ich mir die Mütze wieder aufsetzen und da gehst du los und dann kaufst du für die Location ein, du kaufst eine Tischdecke, die irgendwie komplett im Bild stört und du Kopfschmerzen kriegst, wenn ich mir dieses Bild angucke. Du kaufst hier so schöne Servietten, da steht Help drauf, die siehst du auch nicht, da stehen die Getränke drauf und dann kaufst du so schöne Becher zum Trinken und jetzt möchte ich die gar nicht benutzen, weil die ja sonst dreckig werden, also werde ich jetzt einfach das machen hier mit den Fantas, die Beetlejuice Fantas. Das ist nichts Spektakuläres, aber es soll einfach nur ein kleines Halloween-Special sein. Wir fangen also mit dem chilligsten an. Morgen gibt es was anderes, übermorgen dann nochmal. Denn ich habe mal geguckt, Beetlejuice habe ich noch nicht geguckt im Kino. Es gab aber verschiedene Fanta-Designs auf den Dosen. Normale Fandas mit normalen Geschmäckern, aber besonderen Designs. Wir haben die Afterlife Fanta mit Beetlejuice selber drauf. Wir haben mal getestet, diese Apfel-Litschi, die war besonders genial, die hat mir geschmeckt. Und jetzt möchte ich mal gucken, wie die einzelnen Fandas schmecken, denn die habe ich schon ewig nicht mehr probiert. Dann wollen wir natürlich alle wieder zusammen in das Ernesto-Glas füllen und gemeinsam trinken. Ich mache mir mal ein bisschen Platz, nee, mache ich nicht. Wir fangen mal an, mit was fangen wir denn an? Ganz normal mit der Fanta Orange, 3% Orangensaft. Ihr seht, auf jeder Dose hier steht Beetlejuice. Ihr habt ein besonderes Design und da sind Köpfe drauf zum Sammeln. Angefangen hat das Ganze ja wegen Sarina. Die hat in einem Paket zwei Beetlejuice-Design-Fandas geschickt. Und danach habe ich geguckt, was gibt es denn noch und wollte mir die alle besorgen. So, soll ich das jetzt hier reinfüllen in den Becher, dass man den auch mal genutzt hat? Pass auf, wir füllen es mal wirklich in den Becher ein. Die gelbe Fanta Blöde, das ist die normale Fanta Orange. Mal probieren im Becher. Schmeckt genauso, wie ich sie in Erinnerung habe. Aus dem Becher besonders fruchtig, besonders orangig. Mal gucken aus der Dose. Ein seltenes Phänomen. Normalerweise würde ich sagen, immer aus der Dose trinken. Da schmeckt es am besten, am frischesten, am gekühltesten. Aber hier habe ich jetzt das Problem, wenn ich aus dem Becher trinke, da ist schon ein bisschen Kohlensäure und Schaum weg und es schmeckt irgendwie viel fruchtiger, als wenn ich das direkt aus der Dose trinke und habe das ganze Blech am Mund und es schmeckt irgendwie, weiß ich nicht, einfach nur richtig kalt und dadurch etwas wässrig, viel weniger süß. Die wollen wir am Ende ja eh zusammenschütten. Wir fangen jetzt schon mal an und füllen hier mal von der normalen Orange ein bisschen ein ins Ernesto-Glas. Dann nehmen wir genau die daneben. Ich glaube, das war die coolste, oder? Die kam nämlich auch von Sarina. Von Sarina kam, glaube ich, die grüne hier und die rote hier. Das war Orange und das hier ist Erdbeer-Kiwi-Geschmack mit dem Schrumpfkopf drauf. Den Schrumpfkopf finde ich auf jeden Fall am gruseligsten von allen. Guckt euch den an. Hier auch wieder, da sind natürlich die Früchte abgebildet. Das passt. Strawberry Kiwi Schrumpfkopf. Weiß ich gar nicht, ob ich die so kenne. Machen wir aber auf. Nehmen wir einen Schluck aus der Dose direkt. Sehr süß durch die Erdbeernote. Wir füllen es doch mal kurz hier in den Becher, damit wir die Becher nicht umsonst haben. So sieht das dann im Becher aus, ja. Also wäre jetzt nicht mein Favorit am Geschmack, da finde ich auf jeden Fall die Orange besser.
Jetzt füllen wir es noch ins Ernesto-Glas, denn der möchte auch noch ein Hieb. Guckt euch das Gebräu an. Nach zwei Sorten haben wir jetzt hier eine schöne orange Farbe. Dann kommen wir zum nächsten, was auch ein bisschen rötlich aussieht, beziehungsweise eigentlich rosa. Mango Dragon Fruit mit Mango und Drachenfrucht Geschmack. Da ist eine Dame drauf. Wenn ihr die Schauspielerin kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr den Beetlejuice-Film gesehen habt, dann schreibt es auch mal rein. Die probieren wir jetzt auch. Drachenfrucht, Mango. Wie schmeckt denn Drachenfrucht? Mango finde ich eigentlich immer gut. Ja, das ist, glaube ich, Mango, was man da rausschmeckt. Aber irgendwie noch was Babbiges. Und es hat auch so eine orange Note, aber anders orange als die Orange, weil es halt Mango ist. Es hat eine Mango-Farbe, sagt man mal dazu. Guck hier rein, sieht aus, wenn der Morgenurin nicht klar ist, sondern irgendwie abgedunkelt. Hast du wieder was Falsches gegessen? Probieren wir mal da. Ich habe jetzt schon Bauchramses. Wird auf jeden Fall auch nicht mein Lieblingsgeschmack sein. Deswegen ist klar, wenn du irgendwo hingehst und sagst, eine Thunderpille, dann schmeißen die dir immer Orange rein, weil die halt wissen, Orange ist halt ist das Beste. Eigentlich ist es falsch, eigentlich, wenn du sagst Thunder, dann müssten die fragen, welche? Zitrone oder Orange oder Exotic? Aber irgendwie Thunder heißt bei jedem einfach Orange, ganz natürlich. So. Das Orange ist natürlich jetzt noch oranger geworden. Jetzt haben wir aber was anderes, was ganz anderes. Thunder Exotic mit 5,6% Saft, Meerfruchtgeschmack. Guckt euch die an. Oh, die guckt aber böse hier. Ne? Die geile Schnitte Annette. Ne? Na, das ist wieder verworren. Zwei Welten. Annette war ja nicht die geile Schnitte, sondern die andere. Aber jetzt ist irgendwie eh alles weg. Was der Sebastian Schulz da wieder gemacht hat, das werde ich noch rausfinden. Probieren wir mal die Exotic. Die ist okay. Ich glaube, die schmeckt nach der Orange, glaube ich, am besten. Also ist dann also die zweitbeste. Hat auch eine sehr interessante Farbe, oder? Was sagst du? Genau. Ich muss schon Selbstgespräche führen. Das sieht hier irgendwie auch so rötlich aus. Blutorange, oder? Blutorange, da sind wir uns mal wieder einig und deswegen. Jetzt bleib doch mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Warte, ich muss mir noch, jetzt ist mir auch nicht schlecht, einfach nur. Ja, das geht schon. Ich verstehe nicht, wieso die Orange aus dem Becher besser schmeckt wie aus der Dose. Bei allen anderen drei war es genau andersrum. Da hat die Dose auf jeden Fall besser geschmeckt wie der babbige Babbecher mit Babbe dran. Jetzt schmeißen wir das auch hier rein. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch einen Scholli in der Mitte. Der muss hier rüber. Und das ist das, was das ist hier. Das ist die Thunder Schokata. Und die habe ich gar nicht in der Dose gefunden. Wenn dann hatten die Dosen gar kein Bild drauf. Die hat aber ein Bild und die ist Wagenschmiere und guckt euch die an. So sieht die aus. Extra überklebt mit Pfand-Logo. Die kenne ich aus Chat, wenn man da immer bei diesem Dreckenbazar rumwühlt. Da gibt's die. Und die schmeckt eigentlich auch. Das ist bestimmt jetzt besser als das Exotic, was ich gerade hatte. Und vielleicht sogar besser als die Orange, weil ich glaube, die fand ich wirklich stark. Wir setzen es mit Orange einfach gleichzeitig auf Platz 1. Da war ja auch das Besondere, wenn du die einschenkst, die ist halt wirklich so durchsichtig. Also eigentlich ist sie weiß, weiß, nebelig ist sie. Aber die hat so einen komischen Geschmack. Was steht da eigentlich drauf? Erfrischungsgetränk mit Zucker und Süßungsmittel mit Zitronen, Holunderblütengeschmack. Fanta Zitrone ist nicht da. Aber Zitrone, Holunderblütengeschmack. Du denkst, der Becher ist leer, wenn du da reinguckst. Orange und Schokata, beste Sorte. Bei uns gibt es ja auch eine andere, die so blau ist, aber ist das dasselbe? Diese Elderflower-Dings ist Holunderblüte, Elderflower.
Ich glaube, das schmeckt trotzdem anders. Da muss Shokata draufstehen, damit das importiert ist und den Geschmack bringt, den die hier gar nicht haben. Versteht ihr, was ich meine? Gut. So, da ist auch wieder egal, ob Becher oder was anderes. Holen wir uns wie nochmal hier das Glas her, schenken jetzt den Rest von dem weißen Gesöff noch ein. Hui, jetzt stellen wir es hier hoch. Und jetzt müssen wir alles noch einfach mal wegziehen. Das Ernesto-Glas und dann ist das der Halloween Chuck Teil 1. Und wenn alles gut geht und ich noch lebe, gibt es morgen den Special Glowberry All Editions Prime Chuck, wo ich einfach alle Glowberry-Sorten, klingt komisch, alle Glowberry-Flaschen hier, die ich so hab, mal verein und mal zeig, damit da mal was wegkommt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Halloween Ramses. Das Glas ist beschlagen, das Glas ist richtig gut angelaufen, das ist sehr gut, danke dafür. Da kann ich auch nochmal die Kappe abnehmen und die Brille abnehmen, weil die Augen sind jetzt eh rot. Dann können wir nochmal sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ein fröhliches Halloween. Was trinkt ihr so? Schreibt's mal unten in die Kommentare und gute Nacht und ciao, Peace out und Vorhaut und Schokolade bleiben.